der heute schon wieder Roberto. Nagano oder Tsubasa beim Arzt. Unboxing-Sticker, Tsubasa nicht Kickers. Ich wette, ihr kennt nicht mal den Unterschied. So, dann tun wir mal direkt anfangen. Hervorragend. Und ich habe genug Superkampione-Packs. Das heißt, wenn hier ein Glitzer dabei ist, geht es zur nächsten Runde. Dann wird noch ein Pack aufgemacht. Gucken wir aber erstmal die Nummer 85 an. Es ist... Oh, jetzt schon ein Glitzer? Okay. Alles klar, jetzt schon ein Glitzer. Wir machen danach noch ein Pack. Es ist Hyuga, bei mir Eva. Richtig geil. Das sieht schön aus, ne? Schönes 90er Glitzer. 152 ist... Aha, oh. Das ist das Team mit der Michael-Kopie, mit dem Blondschopf, was von Misaki mal trainiert wurde in Italien, wo man auch einmal Gänse gesehen hat. Vielleicht kommen Gänse in Zukunft wieder vor. Ich glaube ja. Nummer 49 ist, Tsubasa redet mit seinen Nankatsu-Freunden, die er wahrscheinlich neu kennengelernt hat, mit Manabu, Sane, Ryo Ishizaki, und die drei anderen Idioten, die keiner kennt per Namen, nicht mal ihr. Nummer 84 ist, Hyuga mit seiner Meiwa-Mütze guckt auf Genzo. Das müsste direkt am Anfang gewesen sein, als Hyuga Genzo mal testen wollte, bevor das Grundschulturnier da stattgefunden hat. Genau. Das letzte kurz vor der Werbung, oh, das fühlt sich auch komisch an. So, das letzte vor der Werbung ist, einer von diesen Quattro-Bildern, wo Misaki im Vordergrund ist, mit komischen Kenta-Fans im Hintergrund. So, jetzt kommt Werbung und danach noch ein Pack. Nummer 58 hatten wir jetzt nicht gerade schon. Gucken wir mal. Tsubasas Eltern bejubeln Tsubasa wahrscheinlich. Das Bild hatten wir schon mal, glaube ich. Das ist doppelt. Nummer 175 ist... Hyuga immer noch. So viele... Es gibt nur eine Folge, glaube ich, darunter, wo Misaki in Italien so eine Kindermannschaft trainiert. Und davon gibt es wahrscheinlich am meisten Bilder. Okay. So, Misaki... Und erklärt Michael und den anderen Leuten, wie Fußball geht. In einem Doppelbild wahrscheinlich. Nummer 32 ist Tsubasa schießt. Geil. Oh, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Gut geschossen, Tsubasa. Nummer 89, vorletztes Bild ist Genzo beim Arzt. Da wird ihm diagnostiziert, dass er einen Fußbruch hatte oder so weiter. Ja, und anscheinend verletzt er sich in jeder Tsubasa-Arc. Nummer 151, das letzte. Wenn da kein Glitzer ist, ist es beendet. Dann ist die Sendung heute beendet. Es ist kein Glitzer, es ist nur Misaki am Straßenrand. Ich will nicht wissen, was er macht. Tschüss.